Hallo, liebe Neothesis-Community. Mein Name ist Karl-Heinz Ruckriegel und ich habe eine Professur für Volkswirtschaftslehre hier an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule in Nürnberg. Ende August 2012 hat die Wirtschaftswoche einen Bericht veröffentlicht, in dem sie eine neue Studie zur Glücksforschung vorgestellt hat. Sie schreibt in dem Zusammenhang: Die Glücksforschung, ein früher belächeltes Nischenthema für Exoten, ist in der Mitte der Volkswirtschaftslehre angekommen, wie eine Flut von Forschungsprojekten und Veröffentlichungen der jüngsten Zeit belegt. Das Megathema Glücksforschung ist aber keineswegs auf die Volkswirtschaftslehre beschränkt. Mittlerweile beschäftigt sich die Psychologie, die Soziologie, die Neurobiologie und die Managementlehre intensiv mit Fragestellungen rund um die Glücksforschung. Die Glücksforschung ist also interdisziplinär aufgestellt und die einzelnen Disziplinen befruchten sich hierbei gegenseitig. Die Glücksforschung beschäftigt sich mit Fragen des subjektiven Wohlbefindens, wobei hier zwei Arten des subjektiven Wohlbefindens unterschieden werden. Einerseits das emotionale Wohlbefinden und andererseits das kognitive Wohlbefinden. Mit dem emotionalen Wohlbefinden ist die Gefühlslage im Moment gemeint. Vereinfacht gesprochen geht es hier um das Verhältnis zwischen positiven und negativen Emotionen im Tagesdurchschnitt. Mit dem kognitiven Wohlbefinden meint man die Zufriedenheit. Hierbei handelt es sich um eine Einschätzung der Lebenssituation. Es geht einerseits darum, welche Ziele man hat, welche Erwartungen man hat, und andererseits geht es darum, zu überlegen, wie vor dem Hintergrund dieser Ziele und Erwartungen das aktuelle Leben läuft. Die Glücksforschung hat eine Reihe von Glücksfaktoren mittlerweile identifiziert. Es geht hier zum einen um gelingende soziale Beziehungen, es geht um psychische und physische Gesundheit, es geht um Engagement und eine befriedigende Erwerbs- und oder Nichterwerbsarbeit. Es geht zum anderen aber auch um persönliche Freiheit, um innere Haltung und es geht schließlich um Mittel, finanzielle Mittel zur Befriedigung der materiellen Grundbedürfnisse und es geht um finanzielle Sicherheit. Es lohnt sich, an seinem Glück, an seiner Zufriedenheit zu arbeiten, denn Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die zufriedener, glücklicher sind, ein besseres Immunsystem haben, festere soziale Beziehungen eingehen, länger leben, produktiver sind und kreativer sind. Dies vor Augen kann es in Zukunft wohl nicht mehr darum gehen, dass man im Rahmen der Wirtschaftspolitik primär das Wirtschaftswachstum im Auge hat. Es muss vielmehr primär um die Frage eines gelungen eines glücklichen Lebens gehen. Es muss um die glücklichen Lebensjahre gehen. Diese glücklichen Lebensjahre ergeben sich, wenn man einerseits die Lebenserwartung ins Auge fasst und andererseits den Grad der Zufriedenheit mit dem Leben berücksichtigt, vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit. Ende August 2012 hat der vom Kanzleramt organisierte Zukunftsdialog seine Ergebnisse vorgelegt. Und die Experten dieses Zukunftsdialogs haben mehrheitlich empfohlen, einen Sachverständigenrat für Wohlstand und für Lebensqualität einzurichten, um in Zukunft der Frage der Lebensqualität die gebührende Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zukommen zu lassen. Liebe Community, nun die Fragen. Die erste Frage ist, wie sollte dieser Sachverständigenrat besetzt sein, fachlich besetzt sein? Zum anderen, welche Aufgaben sollte dieser Sachverständigenrat in Zukunft bearbeiten? Und schließlich und ganz grundsätzlich, woran sollte sich in Zukunft die Politik orientieren, um die Voraussetzungen für ein gelingendes, für ein glückliches Leben für uns in unserer Gesellschaft zu schaffen?